Hallo, ich habe diesen Drucksprüher als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Ich finde das Teil nicht schlecht. Es gibt natürlich wie immer ein paar Mängel. Nichts ist perfekt. Wenn wir das auspacken, dann haben wir hier die Anleitung. Die ist relativ klein gedruckt und ist auch relativ wenig beschrieben. Es steht da, dass man den Schlauch einstecken soll. Theoretisch passt er aber hier und dort. Es ist aber dass der Metallseite quasi zugewandte Teil, weil hier pumpt die Luft raus. Aber wie gesagt, steht nicht in der Anleitung, muss man selbst herausfinden. Das zweite Manko ist, dass man hier diesen Ring nicht drehen kann. Das heißt, um es auf die Flasche drauf zu schrauben, muss man immer das ganze Teil drehen. Wahlweise kann man natürlich auch die Flasche drehen, das ist logisch. Aber es wäre halt schöner, wenn der Ring hier einzeln wäre. Dann pumpt man ein paar Mal. Wie oft ist auch nirgends beschrieben. Wenn man dann hier drauf drückt, dann kommt hier der Strahl raus oder je nachdem, wie man es einstellt, halt ein Sprühnebel. Aber das kann man ja dann einstellen, wie man es haben will. Ja, ansonsten gibt es an dem Teil nichts zu bemängeln. Jeder kann es sich bestellen, selber ausprobieren. Seine Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vielen Dank.